Hallo Leute und wieder willkommen zu einer weiteren Folge von Clancy's Ghost Recon Wildlands. Jo, wir haben das kleine Camp dort oben jetzt verlassen, nachdem wir alles eingenommen hatten, und holen uns jetzt nochmal einen kleinen Konvoi. Genau, wir machen ja im Moment ein paar Nebenmissionen, ne? Dass unsere Charaktere mal drin aufbessern. Ja. Hast du es gesehen, hat sich wieder vors Auto geschmissen. Er wollte überfahren werden. Alle vors Auto. Er wollte von Mario überfahren werden. Definitiv. Ja gut, Mario ist halt eine Frau, ne? Und Mario fährt dementsprechend. Ey. Alles gut. Du sagtest kleiner Konvoi. Ja, das geht direkt hier am Camp vorbei. Oder ich würde sagen, wir holen uns das Camp. Das ist ein Riesencamp, okay? Wie groß ist das? Ungefähr 3-4 Mal so groß wie die bisherigen. Ach, fisch. Ja gut, dann. Also eigentliches Ziel ist eigentlich ein Helikopter dahinter, den wir erobern müssen. Weil das gibt Punkte. Aber in dem Camp sind auch noch viele Informationen, die wir brauchen. Wir sind verdächtigt. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen Sniper ausgeschaltet habe, aber vielleicht auch nicht. Auf dem Turm hier? Naja. Okay. Ich hole die Drohne raus. Ja. Setze Drohne ein. Kein Störsender. Was jetzt? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hier, so weit kann ich noch nicht fliegen. Wagen mit montierter Waffe. Da auf dem Turm ist noch einer, ne? Oder? Auf welchem Turm? Nee, das sind nur Waffen, aber keine Gegner drauf. Auf dem Turm dahinter ist einer. Ziel Nummer 5. Okay, meine Cam ist gleich down. Gegner am Boden. Vorsicht, wir sind gejagt. Da sind ziemlich viele. Ja, das ist auch viele. Ich gehe auf eine Sniper-Pose. Ja. Wir sind komplett aufgeflogen. Django ist tot. Fuck, der eine. Fuck! Fuck, was hast du? Aufgeflogen. Treffe nicht. Alter! Granate fliegt. Was? Der Malambo. Ach, da kommt einer hinter mir mit einem MG und die. Dann sind wir hier zurück. Hier vorne. Sind bei dir Gegner? Ja. Da läuft einer mit einem MG vorne rum. Der Ball. Genau der. Mehr? Ich sehe noch keinen mehr. Ja, vom Inneren, zack. Ich muss schnell gehen. Ja. Da kommt auf jeden Fall irgendwas an die Mauer gerade gelaufen. Okay. Innen drin, auf dem Turm, weiß ich nicht. Irgendwo hier direkt am Turm ist einer. Bist du drin schon? Jetzt gleich. Ich geh rein. Bin gefallen. Innen drin, am Turm. Nur ein Gegner bei mir im Moment. Zwei Gegner. Direkt einer bei mir. Okay, 4 Gegner. Uff. Ja, geil. Runtergefallen, tot. Aber ist ja klar, dass das immer scheitert, ne? Ja. Ist nichts Neues. Daran muss man sich mittlerweile bei uns gewöhnen. Leider. Im Kampf getötet. Der Bildschirm, der wiederholt sich demnächst, denke ich, noch öfters. Jo. Besser. Kann auch nicht so schwer sein. Wir sind im Moment nur beim Hauptspiel, nicht bei den DLCs, ne? Vielleicht. Ja. Wir ja mal. Also wo sind wir jetzt schon? Ja, denken. Hast du vielleicht einen Generator oder sowas gesehen? Gesehen nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie einen haben, ja. Bei so einer riesen Base haben die bestimmt einen. Mich wundert nur, dass die keinen Jammer haben. Ich habe keinen Sniper mehr. Ist ein bisschen blöd. Warum hast du keinen? War ja aufgehoben.
hast eine andere Waffe. Ja. Wagen mit montierter Sie kennen eine kleine Gruppe Feinde. Wir haben ja einmal Kollegen direkt. Können wir befreien, dann haben wir erstmal Unterstützung. Dann, ach, da. Wir sind gejagt. Warum sind wir gejagt? Keine Ahnung. Drohne fliegt. Ich bin einen Spot daneben gesetzt, aber. Kriegst du auf dem Cyberturm den einen weg? Nein, der bückt sich. Ich hab keine Sicht. Da geht ein Helikopter, unser Ziel. Unser Ziel geht hoch. Jo, das hat sich dann auch wieder. Egal, da gibt's aber andere Ziele noch drin in der Welt. Unser Primärziel war zwar der Heli, aber egal. Kriegen wir später noch. Erstmal machen wir uns die Base. Hab den Typen hier oben auf dem Turm. Kannst du mal kurz hinter mir den Turm spotten? Ich will wissen, ob ich da hoch kann, ohne Probleme. Hinter dir? Ja, also die Mauer und den Turm. Ja, da ist keiner. Oh, fuck! Ja, der MG-Spasti ist wieder da. Ach, die sind rausgerannt, die habe ich nicht gesehen. Ja. Yep. Und die sind drei, Typen bei dir. Ja. Nö. Wer hat Alarm geschlagen? Oh Gott. Das ist einer. Wie viele sind das? Ich werde von hinten attackiert. Nein. Ich werde von hinten attackiert, verdammt. Ja, auf der Katze. Das wird nix. Das ist ein Heli, von dem du attackiert bist. Warte mal. Helikopter. Yep. Ich weiß nicht, von wo. War das der? Der Helikopter. Ach, das war der. Das habe ich jetzt dreimal gesagt. Ich habe nicht zugehört, sorry. Ja. Warum startet der Helikopter? Eben ist er doch nicht gestartet. Ah, fuck. Send. Wir hätten von Anfang an nur das Teil nehmen sollen. Den Konvoi. Ja, jetzt haben wir ein anderes Ziel. Aber. Ah doch, wir sind dort. Aber wir nehmen das Ziel noch ein. Wir müssen probieren, zu den Rebellen zu kommen. Wenn wir befreien können. Den Sniper vorne habe ich schon mal, oder den auf dem Wachturm hier vorne. Der ist down. Der kann auch keinen mehr alarmieren. Wir müssen so viele wie möglich lautlos eliminieren. Kriegst du den Sniper? Nein. Ich spotte gerade erstmal mit. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich kann den Alarm ausschalten. Ich sehe 10. Wie? Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Du hast da oben einen Kasten. Du hast da oben einen. Den musst du deaktivieren. Kann sein, ne? Zerstöre den Stromanschluss, du kannst da draufballern. Das heißt, du musst einmal komplett um das Gebäude rum. Ich probier's. Und sobald der aus ist. Dafür muss aber das eine Sniper hier vorne bei mir weg. Welcher? Der am Turm bei dir da. Ah ja. Der bückt sich. Nein, der bückt sich. Oh, warum hast du geschossen? So. Wo musst du da was deaktivieren? Das ist mir gerade schleier. Wenn du hinter den Turm guckst. Also von mir aus ist das, du fliegst zum Turm, fliegst da hinter. Heli, fuck. Ne, der fliegt weg, der fliegt weg. Das ist einer von einer anderen Fraktion. So, an einen Lautsprecher komme ich eventuell ran. Wo musst du da drauf ballern? Direkt unter diese Rehen. Hab den. Ein. Okay. Da hinten ist noch einer. Kriegen wir. Es gibt 3 Stück insgesamt. Oder? Ja, es gibt 3 Stück. Da komme ich nicht dran an den. Hier ist der Helikopter, den wir stehlen müssen. Ja, der ist da hinten bei den Leuten.
Aber wir wollen die komplette. So, wir müssen auch unbedingt die Rebellen unten befreien, damit wir mehr Leute hier haben. Das setzt voraus, dass wir hier in der Umgebung noch Leute killen. Ich habe gerade kein. Komm mal zu mir hier. Wo bist du? Feind markiert. Komm mal zu mir, hier ist noch so ein Turm, wo die Durchsagen machen können. Aber ich. Keine Ahnung, wie man den trifft. Hier sind zwei Türme. Ganz hinten und hier vorne. Versuch mal den hier vorne auszustellen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Aber ich hab da drauf. Den vordere, hier am Gebäude ist einer. 128 Meter. Das wird nicht welchen genommen. Jetzt kannst du mir auf der Karte markieren. Da vorne. Habe ich das markiert? Hast du mir die Notizen da vorne notiert? Hier daneben ist einer. Ach da, die Sirene. Warte, ich guck gerade. Der ist auf der Seite, wo die Treppe ist. Ja. Ah, warte mal. Oder? Zwischen Treppe. Pass auf, und das ist ein Gegner. Hab ihn. Versuch du das mal. Ich keine Ahnung. Nein, ich hab keinen Sniper, das ist halt ein Nachteil, ne? Ah, ich hab's jetzt auch später zu sehen. Und dahinter ist noch einer, siehst du ihn ganz hinten? Ja, ich flieg hin. Warte mal, bevor du hier windlos. Warte, ich guck mal. Hab ihn. Achso. Es gibt nur noch einen Lautsprecher. Ja. Hinten links. Auf der komplett anderen Seite. Dann müssen wir einmal um das Gebäude herum, irgendwie. Ja, vielleicht treffe ich den, warte mal, ich sehe den Tasten. Hab ihn. Nice. Hab ihn. So, warte mal, wie gehen wir jetzt als nächstes vor? Ja, das sind halt mindestens 20, 30 Typen, ne? Ja, wir haben einmal noch die Rebellen, die wir befreien können, für die Unterstützung. Und auf der anderen Seite von dem Teil haben wir noch ein Tor. Wo ist das Gefängnis? Es ist direkt hier vor uns an der Mauer, nach links zum Wachturm. Das Problem ist, die Typen, die dich vorhin gekillt haben, die müssen wir erst haben. Ich such sie. Die müssen am Haupteingang irgendwo ja, sein. Ja, genau. Die sind, ist so eine Sondereingreiftruppe wahrscheinlich. Aber kein freies Sichtfeld auf niemanden gehört. Ich hatte die vorhin ganz kurz gesehen. Siehst du unter der Treppe an dem Haus, ne? Ja. Wo wir gerade, wo ich hier, oder du, Lautsprecher zerstört hast. Da blinkt was auf. Siehst du das? Was ist das? Ist das ein Generator? Unter der Treppe. Ja, unter der Treppe direkt. Blinkt ganze Zeit auf bei mir. Ja, das ist, Warte. Da steht ein PC drauf. Ist vielleicht was zum Hacken. Okay, egal, wir müssen was machen. Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir uns da hinten erstmal um den Flugplatz kümmern? Nein, ich würde. Der ist außerhalb des Teils. Ich würde am liebsten. Ich würde gerne die Rebellen dazu holen. Ja, die würde ich auch erst rausholen wollen. Ja, ja, deswegen. Aber bevor du da hinrennst, die haben offenes Feld aufs Flugplatz. Das heißt, wenn wir die befreien, dann sehen die uns dort direkt. Deswegen würde ich jetzt erst ausschalten wollen. Außerdem können sich dann die Rebellen von dort direkt Waffen holen. Am Flugplatz sind die, oder wie? Ja. Ja, dann holen wir uns die, komm. Sind fünf Mann laut Markierung. Wäre gut, wenn du das machst. Mit dem Snipen, weil. Ja, ja, ich komm zu dir hoch. Sind fünf Mann, ne, da unten. Kann ich aber nicht alle sehen hier, oder? Du kannst einen oder zwei sehen. Das Problem ist. Es schieße ich einen von den Vieren, ne? Bekommen die anderen drei das mit, das weißt du, ne? Ja, deswegen ist es ein bisschen blöd. Ich habe nur freie Sicht auf zweien von Vieren gerade. Soll ich es riskieren? Ja, ich weiß nicht. Obwohl, warte mal. Ich glaube, der, Nur mal kurz. Ohne ist wieder da. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, das eigentliche Schussfeld, was uns in den Typen liegt, das ist jetzt frei. Das heißt, wenn wir es schaffen, jetzt an der Seite irgendwo über die Mauer zu klettern. Ja, das ist auf die Mauer. Ja, das geht. Ah, aber nicht unentdeckt. Das sind fünf. Noch. Fünf Personen sind das, ne?
Kacke. Aber wir müssen eigentlich echt übers Flugfeld rein, das ist am sichersten. Ja, dann komm doch, komm, wir holen uns jetzt. Scheiß drauf. Ich hoffe, wir packen das. Komm. Ja. Warte, ich gehe aber noch weiter außen rum und versuche die von der anderen Seite. Ich hab freie Sicht auf zwei. Ja, warte noch. Kennst du den Simultanschuss? Nee. Der ist ab und zu verfügbar, ne? Hast du auch bei dir stehen? Keine Ahnung, jetzt. Ich glaube, da kann ich mehrere gleichzeitig umbringen mit. Also ich habe freie Sicht auf drei Leute von fünf. Also ich könnte jetzt einen sehen. Okay. Bereit? Ja, okay, mach mal. Auf warte, drei. Warte noch nicht, warte noch nicht. Warte kurz. Ja, okay. Ah, hier bewegt sich noch einer zum... Okay, eins, zwei, drei. So. Treffe gar keinen gerade. Hab einen getroffen. Aufgeflogen. Zwei getroffen. Verfickte Scheiße! Telefon soll nicht klingeln. Das war's bei mir. Helikopter ist down. Egal. War zwar nur unser Primärziel, aber egal. Ich muss hier weg. Lauf doch! Zwei Gegner hast du bei dir, Männlich. Ne, da waren noch richtig viele, Waren da noch mehr? Ja. Sicher? Ja. Ja klar, dass sie mich jetzt sofort treffen hier. Also ich treffe die nicht durch diesen scheiß Zaun und die schon. Gottes Willen, ja, auf dem Turm ist einer und vor mir einer. Ja, scheiße. So, eine... gerade keinen bei mir. Nicht direkt zumindest. Ja, halt nur auf dem Turm, ne? Ja, aber nicht... Ja doch, auf beiden Türmen, ne? Oh, da an der Ecke war noch einer. Vielleicht schaffst du es ja noch 20 Sekunden. Schön. Schon. Das war nämlich einer von diesen MG-Typen. Verdammt, das war knapp. Oh, nice. Danke. Oben bei uns auf dem Turm, ne? Hier oben. Ja. Jetzt Granate ein, aufpassen. Granate fliegt, nehmt das. Ah, die kam nicht an. Ich hab einen Rebell getötet, geil. Ah, okay. Ich hab keine Muni mehr auf der Waffe. Habe ich auch. Hier sind in der Ecke sehr viele Leute, ne? Pass auf. Okay. Probieren, in die Rebellen zu kommen. Kommst du an den Turm ran? Zum Snipen da hinten. Warte kurz. Ich werde getroffen. Oh fuck, oh, der war hier oben. Oh Gottes Willen. Bei mir ist direkt nur einer oben. Ja, ich habe aber das Problem, dass auf der anderen Seite noch ein MG mir gegenüber steht. Einer. Nice.
Stell dich irgendwie geschützt hin, genau. Und dann kannst du mich holen. Was bist du? Was ist so? Wo bist du? Ich liege hier auf dem Boden an der Treppe. Direkt. Gut, ich würde sagen, ob wir, oder ob ich das hier ganz überlebe und Mario das auch noch schafft. Nee, überlebt hast du es, okay, aber... Im Moment überlebt, ja. Aber ob wir das Ganze hier noch schaffen, weil hier sind ja unzählige Gegner in der Base. Das und wieder mal vieles mehr in der Fortsetzung. In der nächsten Folge. Bis später. Qual des Todes.